Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, die Bundesregierung der Hörgeräteakustiker engagiert sich seit vielen Jahren im europäischen Gesetzgebungsverfahren. Viele Gesetze konnten wir begleiten und erfolgreich zu Ende bringen. So zum Beispiel die Anerkennung unseres Berufes in Europa, die Reglementierung des Zuganges anderer Berufe in unsere Branche oder wie zuletzt die Neugestaltung des europäischen Medizinproduktegesetzes. Präsidentin Marianne Frickel ist ordentliches Mitglied im Europaausschuss des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und Vizepräsidentin der Europäischen Vereinigung der Hörakustiker. Unsere europäische Arbeit organisieren wir über das europäische Brüsseler Büro des ZTHs und im Rahmen von zahlreichen Mitgliedschaften in europäischen Verbänden und Institutionen. Die europäische Arbeit wird für uns immer wichtiger, denn unsere Branche wird immer europäischer. Unsere Branche wird und will keinen Brexit haben. Umso wichtiger ist die Pflege und der Ausbau unserer europäischen Partnerschaften. Danke.